So, jetzt vorsichtig an der Kette ziehen. So habe ich mir mein Picknick nicht vorgestellt. Ich war. 4YMM Woche 4, endlich. Los geht's mit einem Rätsel-Level Displacement Activity. Deplatziere Items und Gegner, um fortzuschreiten. Ducke und springe, um Power-Ups einzusammeln. Okay, Exonym. Kenne ich vom Namen her. Aber ich glaube, ich habe noch nie ein Level von ihm gespielt. Ich glaube, er macht auch nicht besonders viele. Düdüdüdüdüdü. SMB2-Pilz. Ich bin dabei. Damit lassen sich bestimmt lustige Sachen machen. Hoppla. kann ich hier sonst noch was machen? Eigentlich nicht. Es wäre ganz cool, wenn das hier funktioniert. Ach, weil... Oh, sieh mal an. Ich war immer davon ausgegangen, dass dieser Wind eine gerade Linie ist. Aber er ist oben tatsächlich ein bisschen breiter als unten. Ist mir noch nie so wirklich aufgefallen. Ha. Nice. Das ist wahrscheinlich ein Reset. Deswegen gehe ich da jetzt mal nicht durch. Wäre natürlich auch gut, wenn es der Kuchen ist. Eine Kuchentür als Reset geplant. Autsch! Lustig. Yippie! Vielleicht, falls man... Nee, getroffen werden konnte man ja gar nicht. Oh yeah. Der treue Hund. Ach, deswegen soll man Duckjump machen. Moment, geh du mal da runter. Ich sagte, du sollst da runter. Achso, das fließt in die falsche Richtung. Dann gib das mal her. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Offenbar. Weil das ist tatsächlich ein Reset. Schaffst es. Danke. Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Muss ich... Ich meine, der Hund... Der muss da unten rein, oder? Was anderes macht keinen Sinn. Und jetzt... Oh, kann ich ihn etwa... LOL, der ist dann tatsächlich wirklich durch die Wand, quasi. Das ist cool. Das ist echt cool. Und er bleibt dann da stecken und aktiviert den Notenblock. Back to SMB2. Mhm. Ich schätze mal, den brauche ich da drüben. Moment, ich muss hier weg. Sonst traut sich das Trampolin nicht mehr raus. Nice. Was gibt's hier? Mehr SMB2. Ach stimmt, nur die großen kann man nicht aufnehmen, weil man auf denen halt bounced. Wie das aussieht. Wieso fliegt der nicht raus? Der hält ja richtig viel aus, die Klaue. Schwieriger Sprung. Es reicht um einen Pixel. Aber das ist ja genug. Immer her damit. Was für lustige Dinge kann man damit noch machen? Das ist nicht so clever gewesen. Ich hätte es wahrscheinlich vorher runterwerfen sollen. Komme ich denn jetzt hier eigentlich nochmal raus? Ohne zu sterben? So vielleicht. Ich meine, wäre jetzt nicht so schlimm, weil ich gerade den Checkpoint hatte. Ich dachte, da kam ein Pilz raus, ganz ehrlich. Aber nein. Man muss nochmal komplett zurück. Ist vielleicht auch besser so. Dann kann ich diesen Raum so spielen, als hätte ich nie was verkehrt gemacht. Bamski. Ach, und jetzt kommt das Trampolin mit runter. Oder bleibt vielleicht sogar in dieser Klaue stecken. Das wäre optimal. Yes! Wo es nicht ganz gepasst hat. Wenn die Klaue mich mal so treu auffangen würde, das wäre schön. Mhm. Ich werf das einfach mal da runter, weil es total danach aussieht, was vielleicht eine dumme Idee war. Hat das Trampolin den getriggert? Und normalerweise reagiert er ja nur auf den Spielercharakter. Naja. In diesem Fall... Oh, ich kann es nicht aufnehmen. In diesem Fall hat es auch so gereicht.
interessante. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Wenn der Swamp von einem Trampolin, von einem seitlichen Trampolin berührt wird, dann geht er einfach trotzdem los, weil er sich gestört fühlt in seiner Seelenruhe. Was mache ich mit dir, Dickerchen? Aufnehmen zumindest mal. Ja, wahrscheinlich muss der hier oben drauf. Dazu müsste ich aber erstmal einen Weg finden, den Schalter zu aktivieren. Ich glaube nicht, dass das reicht. Mit dem Pfeil. Oh, jetzt mache ich ihn ja kaputt. Nee, so kann man nicht schießen. Das kann man. Das funktioniert nicht. Ich könnte allerdings mit dem SMB2-Pilz. Was könnte ich denn mit dem machen? Ich setze es mal kurz zurück. Na. Ich könnte die Mancha verschieben. Mit dem Schild. Bringt mir das irgendwas? Ich sehe keinen Weg, wie ich an den Schalter drankomme. Das ist das Problem. Muss es einfach mal probieren. Ich weiß nicht, ob es von der Höhe her reichen kann. Wahrscheinlich nicht. Ach so, warte mal. Ich könnte natürlich den da oben drauf. Ja, natürlich. Der bildet da so einen natürlichen Stapel dann. Ah, es reicht nicht ganz. Okay. Hallo? Was machst du denn jetzt für Geschichten? Ist ja praktisch. Er lässt sich sogar mit verschieben, ohne dass er nochmal nach unten fällt. Coole Sache. Bing! Und weil es convenient ist, gehen sie einfach alle direkt drauf. Mhm. Hoppla. Soll ich dich mal auf eine Reise schicken? Ah, Moment. Moment. Ich glaube, das ist keine dumme Idee. Immer so tief. Ja, hat funktioniert. Genau. Ich hoffe, die bleiben auch da. Wenn sie jetzt kurz aus dem Bildschirm raus sind. Mhm. Weil sonst würden mich die Klauen ja in die Sägen runtertragen. Das will niemand. Wahrscheinlich muss der die Plattform immer so hoch machen, wenn man ansonsten auch ohne das Kostüm hochkommt. Was kann ich hier noch machen? Schon das Gefühl, der Hund. Ich muss den Hund wieder irgendwie freilassen. Ah! Nur habe ich diesmal kein Kostüm. Kein Link-Kostüm. Wie mache ich es also dann? Ich kann den Stumpf nicht zerstören. Kann ich es nochmal zurücksetzen? Ja, aus diesem Bereich ein Kostüm mitnehmen, das klappt nicht. Ach so, ich habe gar keins. Dabei ist der Sprite so schön verschieden. Das sieht zwar lustig aus, bringt mich aber nicht wirklich weiter. Der kann das nicht von hier unten, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Hilfe! Nein! Blödmann! Oh Gott! Greif doch nicht dein Herrchen an! Irgendwie macht's das nicht besser, wenn die Musik schnell spielt, ja? Dieses... Du musst schneller denken! Dann kann man gar nicht mehr denken. Ich weiß aber auch wirklich nicht, was ich hier machen muss, ehrlich gesagt. Kann's mir nicht vorstellen. Soll ich den jetzt einfach nochmal da durchwerfen? Bringt das irgendwas? Das bringt nichts, ne? Ha. Kann man ihm irgendwie so viel Schwung mitgeben, dass er dahinter katapultiert wird? Ich stehe hier echt auf dem Schlauch. Naja. Versuche ich es mit etwas mehr Zeit nochmal. Von hier unten habe ich ja schon probiert. Da macht er die Attacke nicht und... Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre viel zu weird. Ich meine, ich kann den Stumpf nicht zerstören. Das heißt, der Kettenhund muss sich irgendwie anders... losreißen. Ich weiß aber wirklich nicht, wie das funktionieren soll. Mal eine Attacke. Und los.
Oh, das hat nicht funktioniert. Ja, der interagiert halt nicht mit dem Ding. Er muss sich irgendwie losreißen. Oder muss ich ihn nur im richtigen Moment schmeißen? Das wäre aber auch so komisch. Das kann ich mir alles nicht vorstellen. Okay. Hat funktioniert. Bin zwar nicht drauf gekommen, aber irgendwie halt durch Zufall. Na dann. Oh nein, ich muss ihn umbringen. Das muss ich auch wieder irgendwie machen, indem der da unten reingeht und ich oben entlang laufe. Könntest du kurz von der Kante kommen? Danke. No! Oh Gott, wie mache ich das? Jetzt komme ich wahrscheinlich gar nicht mehr dran. Ich habe keine Ahnung, wie der sich verhält. Das ist das Problem. Das ist mein Problem. Ja? Ja? Nein! Erstmal Schalter wieder umstellen. Also, wie kriege ich dich da unten rein, ha? So? Nein, ich darf ihn nicht ziehen? Ist es das? Nicht so heftig an der Leine reißen. Aber das Problem ist, dass er automatisch ab und zu die Attacke macht und dann kommt er wieder nach oben. Oder? Nö, er bricht sie ab. Witzig. Ibi, 4YMM. Und das mit nur ein, zwei verbrannten Hirnelementen. Bin noch nicht durch. Bin noch nicht durch. Und ich habe den Kuchen nicht gefunden. Was ist das denn Lustiges? Ah, jetzt geht er los, seht ihr? Genau wie der von vorhin. Oh, das war komisch. Wie kann es noch nicht vorbei sein, frage ich mich gerade. Ehrlich gesagt, ein bisschen. Ich will noch mal eine Kanonenkugel haben. Ist das das Secret? Bitte lass es das Secret sein. Der Raum sieht genau gleich aus wie vorher, bis auf das Loch im Boden. Wie habe ich das jetzt nochmal gemacht? Oh mein Gott, so. Nein, das ist doch... Ja, der muss oben hin. Geht mir etwa nochmal die Zeit flöten? Das wäre echt erbärmlich, oder? Ja, wenn er einmal die Attacke macht, dann kommt er wieder zurück. Das darf nicht passieren. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Mechanik nicht, die hinter diesem Hund steckt. Ja, wenn er anfängt, die Attacke zu machen und ich dann leicht an der Kette ziehe, dann hört er auf. Nur hier glitscht er mir halt jedes Mal durch. Das kann ich nicht verhindern, irgendwie. Muss ich da springen? Muss ich da den Stumpf werfen? Fragen über Fragen. Das schaffe ich wieder nicht. Das schaffe ich echt wieder nicht, oder? Oh, es reicht! Lüll! Jetzt hat er die Attacke doch noch gemacht. Es ist ein ganz, ganz schwieriger Balanceakt, ja, nicht ihn zu weit weglaufen zu lassen. Weil man, dann reißt man ihn automatisch durch, aber wenn man ihn nicht an der Kette zieht, dann macht er die Attacke. Ja, und hier macht er sie irgendwie automatisch, sobald er die Trampoline berührt. Das heißt, das darf nicht passieren. Okay. Was ist das hier eigentlich? Warum ist mir das vorher nicht aufgefallen? Das ist einfach eine Schlüsseltür mittendrin. Und hier kann man sich wahrscheinlich durchgraben. Oh Mann, was ist heute schon wieder los mit mir? Blindheit 1000.
Ist das der Kuchen? Hey! Na gut, dann hätte ich den schon mal von meiner Liste gestrichen. Vorhin war ich wahrscheinlich einfach noch zu sehr in Gedanken bei dem Kettenhund, den ich umbringen musste. Nachdem er mir so behilflich gewesen war. Mensch. Ah ja. Einmal im Kreis. Dann frage ich mich ehrlich gesagt ein bisschen, wofür das hier noch gut ist. Komm mal hoch, Hundi. Hier oben spielt die Musik. So, jetzt vorsichtig an der Kette ziehen. Da ist aber auch absichtlich nochmal so eine Extrastufe drin, ne? Ich frage mich, warum er das gemacht hat. Sollen wir da mit einer bestimmten Geschwindigkeit drüber? Wieso schwebt er jetzt? Dieses Spiel. Oh ja, das ist gut. Nee. Das funktioniert. Nein. Keine Ahnung, wofür der Pfeil da ist, aber ich hab's geschafft. Was für eine Geburt. Thank you. Was können wir daraus machen? Thanks, CYU. Nice. Okay. Ja, das war irgendwie nur extra. Ein extra Abschnitt. Um vom Kuchen abzulenken. War das ein Grund, dass der Pfeil in die Richtung... Oh ja, hat es. Der Pfeil hat eine Daseinsberechtigung. Witzig. lol. Lohnt es sich, das ganze Level nochmal zu spielen, nur um zu gucken, was da oben war? Ich glaube nicht. Autoscrolling und Musik? Ja, bitte. Das habe ich jetzt nötig. Ich fühle mich, als hätte ich gerade 3 Stunden Mario Maker hinter mir nach dem Level von gerade eben. Ich fand's cool, aber ich weiß auch nicht. Es hat mich angestrengt. Weil ich einfach zu dumm war. Nice! Bisschen Super Mario Land Musik nebenher. Dang it. Die Musik ist passend zum Kostüm. Das ist ja mal richtig nice. Ach, da sind mehrere. Cooler Bass. Muss ich mich jetzt hier entscheiden? Was, wenn ich mich nicht entscheiden will? Naja. Nimm mal Feuerblume. Moment, was? Achso. Wie krieg ich die? Nur mit dem Dicksackpilz? Ja, definitiv. Ja, nice. Nein! Oh, das... Spielt jetzt eine andere Musik? Wie hat er das denn gemacht? Das ist echt mal clever. Man quasi beide Kostüme verwenden muss, wenn man die roten Münzen haben will. Ja, das ist ein Remix von der Feuerblumenmusik aus Super Mario Galaxy. Im ersten Moment habe ich die nicht erkannt. Okay, das muss noch weg, damit ich sie gleich mit dem großen Pilz einsammeln kann. Oh, das habe ich vergessen. Man muss das auch hintereinander schaffen, ja? Sobald man stirbt, ist ja alles wieder zurückgesetzt. Aber Moment, ich... Oh, nee. Was muss man machen? Zuerst den großen Pilz? Nee, man muss auf jeden Fall 2-mal hin und her switchen, damit man alle Münzen bekommt. Damn.
Und das ist ja auch Pflicht, das ist nicht mal das Secret oder so. Genau, hier muss ich dann einfach nochmal durch. Ach so! Sammelt man automatisch ein. Letzter Durchgang hoffentlich. Mhm. Wenn ich jetzt getroffen werde, ist eigentlich egal. Gib trotzdem mein Bestes. Lol. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Ich hab's eilig, Mann. Nice. So, was fehlt denn jetzt noch an Power-Ups? Einfach alles zusammen. Ha. Mach du mal einen Abgang. Muss ich die einfach alle zerstören? Hilfe! Nein. Nein, das war es definitiv nicht. Die Level verlangen mir einiges ab. Ich glaube, ich muss, ja, ich muss hier ständig hin und her switchen, damit nichts davon... Oh oh. Nichts davon zur Bombe kommt, weil die wird ansonsten gekillt. Das ist schwer. Ich glaube, das Beste ist es, man wechselt zwischen entweder dem großen Pilz und dem Masterschwert oder dem großen Pilz und der Feuerblume hin und her. Aber weil die Feuerblume so weit hinten ist, kommt man meistens an den großen Pilz besser ran. Mache ich hier irgendwas falsch? Wahrscheinlich, wie immer, oder? Ich wünschte, ich hätte den SMB2-Pilz, damit ich die blöden Wolken da wegmachen kann. So, jetzt hier mal schön ballern. Genau. Ja, hier hätte man am besten das Link-Kostüm von Anfang an benutzt. Jetzt wird's wieder eng. Mhm. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. In welcher Reihenfolge man die Power-Ups einsammelt. Und schnell weg. Damit es halt optimal ist, ne? Damit man das Beste rausholt und keine Zeit verschwendet. Ich möchte definitiv mal das Link-Kostüm. Da ist nichts. Frechheit. Oh nein, hoffentlich hätte man die jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge. Oh, der Kuchen! Yippie! Ich hab ihn. Sehr schön. Richtig cooles Level. Wer kennt's nicht, man möchte ein Picknick machen und schon sind ungebetene Gäste am Start. A.k.a. Ameisen. 0,45%? Entschuldigung, was? Bin ich hier noch in 4YMM oder ist das hier die Kaizo Edition? Gegen die Zeit und Autoscrolling. Ja, ist schon nicht einfach, das Picknick gegen Ameisen zu verteidigen. Aber dass es so schwierig ist, hätte ich nicht gedacht. Ich bin übrigens auf dem einen Stachelding gelandet, ne? Habt ihr es auch gesehen? Oh! Okay, war einfach nicht schnell genug beim letzten Mal. No, das ist so ein Twirly-Sprung. Das Level ist echt nicht einfach. Oh nein, wieso ist der so langsam? Oh ja. So, wo geht's jetzt? Das wäre ein Long Jump gewesen, okay. Röhren. Na, immerhin die funktioniert. Checkpoint. Jetzt geht's nach oben. Oha! Wenn man nicht das komplette Arsenal der Moves auspackt, dann sieht man hier wirklich alt aus.
ist ja witzig, wie, da, wie die da an der Wand festkleben. Wie echte Ameisen. Der wäre schon fast zu weit gewesen. Hoppla! Boah, ey, kann der Abschnitt mal so langsam zu einem Ende kommen? Wieso stimmt eigentlich in diesem Spiel nicht eine einzige Hitbox mit der Grafik überein? Wieso nicht eine einzige? Uff! Nein, ich muss tatsächlich nochmal auf diesen Stachelblock da, der deaktiviert wird, sonst reicht's nicht. Ah, das ist brutal eklig da. Oh ja, danke schön. Checkpoint Nummer 2. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Fängt schon mal gut an. Alles klar. Buah! Oh nein, ich dachte, die klettern nach oben. Ja, das ist bei diesen Kreaturen, die nur aus einem Kopf bestehen. Da weiß man manchmal nicht, in welche Richtung die gucken. Ich war mit den Augen schon da drüben bei der Röhre. Yikes! Oh, da wird sogar dicht gemacht, wenn man nicht schnell genug ist. Das Level macht keine Gefangenen. Ich hab's noch nicht geschafft. Was ist das denn? Kann man sich da ducken oder muss ich da wirklich drüber springen? So habe ich mir mein Picknick nicht vorgestellt. Also reiß dich zusammen. Aber die bewegen sich so hässlich auf einen zu und es ist so eng. Außerdem kommt da unendlich, das heißt, ich muss hier mal ein bisschen Gas geben. Okay, jetzt sind sie auf einer vernünftigen Höhe. Jesus. Ja, okay, die Launcher werden erst getriggert, wenn man durch ist. Das ist so hässlich. Guckt euch das mal an. Und erst jetzt wird der Abstand irgendwann größer. Es hilft mir aber leider auch nichts. Ich check's nicht. Okay, ich guck mir das jetzt erstmal an von hier aus. Da sind immer kleine dazwischen. Ugh. Gibt's da echt keinen schnelleren Weg? No! Wahrscheinlich will er hier irgendwie Zeit rausschinden, damit diese Ameisen weiter unten Zeit haben, sich aufzubauen. Aber Halleluja hat er es da übertrieben. Das muss es sein. Okay, wenn man den Zielpfahl überspringt, kommt man zum Kuchen. Aber da habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf.
Vor allem mag ich Secrets am Levelende sowieso nicht, ja. Dass man das ganze Level nochmal spielen muss, nur um da dran zu kommen. Wildflower von Lantis. Let's root for each other. Oh, guck mal. 91% Abschlussrate. Das heißt, ich darf nicht ein einziges Mal sterben. Sonst verringere ich die Abschlussrate. Oh oh. Es könnte schwierig werden, weil heute ist irgendwie nicht mein Tag. Also geht's um die Super Mario Land Blume. Ist das so? Ach, das Ziel. Guck mal. Da ist sie. Ach, das ist eins dieser Level. Hab ich erst vor kurzem wieder eins gesehen. Oder? Nein, ich muss die tatsächlich hier durchlotsen. Ich verstehe. Was ich meinte, war dieses Anti-Troll-Level, bei dem man einen Lebenspilz einsammeln muss. Aber das Level erlaubt es einem halt nicht. Ja, es wird einem die ganze Zeit ein Lebenspilz vor die Nase gesetzt und dann passiert immer irgendwas Lustiges, dass man den doch nicht kriegt. Aber das hier ist ein bisschen anders. Muss halt einfach die Blume vor sich herscheuchen, weil sie im Nachtthema vor einem wegläuft. Mhm. Oh, ist echt cute. Okay. Das war ich jetzt echt bereitwillig auszutesten, ob man da in den Abgrund fällt. Ja, das macht der Blume ja nichts. Ist kein Gegner. Dafür gibt's einen Helm. Gehe ich hier direkt mal hinterher. Ah! Frechheit. Sie auf mich anzustupsen. Okay, einmal hier rüber. Und dann zurück. Ah! Wieso ist da noch keiner vorher drauf gekommen? Sehr schön. Hoppla, da ist ein Loch. Ich gehe mal kurz voraus. Das ist cool, weil die ganze Zeit hat die Blume mir den Weg freigemacht, mehr oder weniger. Und jetzt helfen wir uns gegenseitig. Was ist das denn? Dass das aber auch wirklich über den gesamten Bildschirm wirkt. Die Blume muss wirklich extrem viel Angst vor Toadette haben. Oh, das geht nicht. Da ist was hinter dem Trampolin. Dann muss ich es wohl weglassen. Oder hochfahren. Noch besser. Ja gut, eigentlich kann man hier nur sterben, wenn man an der Zeit verreckt, oder? Boing. Und bei der Geschwindigkeit könnte das unter Umständen auch passieren. Kriege ich das Ding denn jetzt da runter? Ha. Mein Eigengewicht schafft es. Sehr gut. Dann muss ich jetzt nochmal zurück, damit die Blume flieht. Sie steckt fest. Sie ist für immer gefangen. Ja. Einfach nicht an sie drankommen. Komm her, süße Blume. Wildflower. Steht da oben was? Oh ja, 4YMM in ganz zerquetschter Schrift. Bingo! Okay, dann lass mal ein bisschen gucken. Vielleicht kann ich ja hier noch den Kuchen mitnehmen. Ich meine, immer in allen vier Leveln den Kuchen zu essen, das ist ja sowieso nicht gesund. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ist das ein Kuchen? Ein Kuchen in Form einer Blume? Irgendwie nicht, oder? Irgendwie nicht. Gut genug. Für mich ist das gut genug. Tja, Leute, dann würde ich mal sagen, bis hierhin und nicht weiter. Vier Level sind von dieser Woche noch übrig. Denen widme ich mich dann im nächsten Part. Bis dahin,
und ciao.